W&T USB-Server auf Linux einrichten. Nachdem Ihr USB-Server in Betrieb genommen und ein USB-Gerät angeschlossen ist, kann es losgehen. Dazu brauchen Sie einen aktuellen Linux-Kernel, Unterstützung für das VHCI-Kernel-Modul und das ModProbe-Tool. Schritt 1. USB-Umlenkung herunterladen. Die aktuelle Version der USB-Umlenkung kann auf wut.de heruntergeladen werden. Das heruntergeladene TAR-Archiv kann danach einfach im Datei-Explorer entpackt werden. Der entpackte Ordner enthält den Ordner USB Redirector, in dem die Dateien zur Installation bereitstehen. Schritt 2 – Installieren. Das mitgelieferte Skript install.sh führt die Installation automatisch durch. Öffnen Sie per Rechtsklick ein Terminal. Starten Sie die Installation mit der Eingabe sudo.install.sh plus Enter. Bestätigen Sie, falls nötig, auch Ihr Administratorenpasswort mit Enter. Die vorgeschlagenen Standardeinstellungen können im Normalfall übernommen werden. Dazu bestätigen Sie jeweils mit der Eingabe Y bzw. Enter. Erst mit der letzten Bestätigung werden die Änderungen final übernommen. Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Schritt 3 – Gerät einbinden. Mit dem Kommando USB Redirector Status überprüfen Sie zunächst, ob der Hintergrunddienst korrekt gestartet wurde. Sind aktuell keine Geräte verbunden, wird eine leere Tabelle angezeigt. Ein an den USB-Server angeschlossenes Gerät kann über das Kommando USB Redirector List plus IP-Adresse des Geräts abgefragt werden. Mit dem Kommando USB Redirector Plug plus IP-Adresse plus entsprechender Portnummer wird das Gerät lokal angebunden. Öffnen Sie jetzt Ihre Anwendungssoftware und nutzen Sie sie wie gewohnt. Jetzt USB-Server 30 Tage kostenlos testen unter wut.de/usb-testen.